Gut. Ja. Bam. 9. Pumping Vakuum. Alles, was ich also sage, hört sich an wie so eine Verarsche. Ja, ich hoffe, bist du eigentlich schon auf Sendung oder nicht? Nee, ich brauche noch die anderen Prozente, ja? Die hauen mir jetzt weg, die Prozente. Ein Pferd schon. Ja! Hallo Freunde, euer Pumping Herz schon hier heute mit der Sophia. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Ich bin heute hier wieder mit Erdjan und wir trainieren heute Bizeps, Trizeps. Ja Freunde, heute Oldschool Bodybuilding Abendtraining und danach gibt es Haferflockenkuchen Frühstück. Was geht? Sophia und ich, wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Sehr lange, aber wir müssen nur zu Erdjan damals gekommen. Da warst du ganz klein. Du hast Social Media erst gerade angefangen. 2014, richtig. Und da warst du glaube ich auch Und ich war magersüchtig. Richtig. Nee, es war, ja, war so. Ja. Ich war von Skinny auf dann und da. Du bist mit deinem Dad immer mit Thorsten bist du ja. gekommen. Ja, zusammen. Ja, richtig krass. Ja. Und du warst so süß, so klein noch, unschuldig. Und jetzt? So machen, ich mache so. Bam. Jetzt, ich bin noch nicht so breit, ja. Ich habe das Gefühl, wo wir uns kennengelernt haben, warst du irgendwie gefühlt so. Ja. Und jetzt so. Und wir, heute? Zerstören wir Arme. Machen wir Armtraining, Freunde, ja. Hardcore. Hardcore, Oldschool, Bodybuilding vom Feinsten. Heute gibt es noch Diet Support Pro vom Training, Freunde. Knall ich mir jetzt rein. Ich verzichte jetzt ein bisschen mehr auf Koffein. Ich habe zwar jetzt hier ein Energy, aber ich trinke ein Energy vielleicht ein, zwei Mal die Woche nicht mehr. Ja. Aber Freunde, wenn ich es brauche, könnt ihr nicht sparen. Bei ESN, ihr wisst Bescheid. Wir planen jetzt unser Training für heute. Sie hat gesagt, sie hat gute Übungen. Ich aber auch. Wie wär's denn, wenn du zwei machst und ich mache auch zwei? Für Bizeps und Trizeps jeweils? Jeweils Bizeps, Trizeps, zwei. Finde ich gut. Also machen wir 8 Übungen heute. 8 Übungen. 4 Sätze jeweils oder 5? Heiko würde sagen, ja, scheiß drauf. Ja. Ladies first. Ich fange mit der ersten Übung an. Okay, wollen wir Skull Crusher anfangen? Schwer? Skull Crusher, Freunde. Okay. Let's go. Aktuell mache ich Vierer Split. Ja. Also ich habe Brust-Trizeps, Rücken, Schulter, Bizeps, Beine. Und dann fange ich von vorne an. Vierer Split. Und Pausetage ergeben sich immer. Also ich plane keine Pausetage. Zum Beispiel gestern war ein ganz zähiger Dreh für Halloween. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Pause und dann fange ich wieder von vorne an. Also immer wenn ich Zeit habe, trainiere ich auch dann. Das ist der beste Teil des ganzen Tages, oder? Finde ich auch, ja. Das ist einfach eine schöne Übung. Die ist auch brutal. Aber so ist es. Das ist ja Warm-up für dich. Ja, sowieso. Nö, ich meine, dann kann ich direkt ballern. Ballern? Bam. Ich habe noch Kreide da. Kreide? Kreide. Im Rucksack. Was? Aber für was denn? Damit du es besser festhalten kannst. Liquid Chalk. Gab es damals nicht beim Pumping? Na, immer diese Sauerei. Ballern? Bam. Tatsächlich kein Ziel. Ich trainiere für mich. Ich habe schon, glaube ich, so gewisse Vorstellungen, die ich gerne erreichen wollen würde, aber ohne Tag X, weil das hat mich früher mal gekillt, wenn du zum Beispiel jetzt ein Shooting hast oder damals einen Wettkampf und so weiter. Dieser Tag X, der setzt mich so unter Druck, dass es halt für mein Essverhalten halt super schwierig war. Und jetzt habe ich schon so gewisse Ziele, aber ich darf sie erreichen, so wie mein Körper halt mitmacht. Einfach es passieren lassen, theoretisch. Ja, und ich bin einfach jetzt gerade zufrieden, so wie es ist. Macht mega Spaß, aber ich bin noch, da geht noch mehr. Ist noch so im Hinterkopf. Alles kann, nichts muss. Ne? Mr. Olympia. Mrs. Olympia. Der Zug ist abgefahren, leider. Nein, das geht immer noch. Heavy as weight. 1, 2, 3, stark. Jawohl. Auf geht's jetzt, nochmal 5. 7, stark. 8. Bam, 9. Geil, let's go. Und damit. Super. 2. Ja, ich weiß. Wir ballern noch 2, easy, komm mal. Hopp. Ja. 1, Sophia, komm, einer. Hopp. Okay. Yes. It's a new world record. Aber du hast viel geholfen, kann das sein? Nee, nee, nee. Ich habe nicht viel geholfen. Doch, doch. Nee, ich habe beim ersten, wo du kurz sogar stockt, dass ich ein bisschen, ja. Habe ich ja losgelassen. Das war das meiste, was ich bei dem ganzen Satz geholfen habe. Okay. Ja, wirklich. Okay. Ohne Spaß. Ich muss kurz meinen Ellbogen warm machen. Mach mal. Ich habe jetzt hier ein Ellbogenpad. Ich mache heute einen auf Larry Wheels. 3, stark. 4, jawohl. 5, dreh auf jetzt, komm. 6, ich mach gar nichts, komm. 7, bis es weggeht. 8, stark, auf geht's. Bam, 9, komm, mach mal 12, komm. Ja. 10, jawohl. Bam, 11. Und zack! Yes! Ja, stark. Go, yes, yes, yes. Komm, 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 komm. Yeah! Hopp, yes, yes, komm, drück, drück. Einer noch, komm, hoch damit.
Drück, drück, drück. Okay, das war's. Drei. Dreh auf jetzt. Vier. Fünf. Sechs. Auf geht's. Acht. Jawohl. Neun. Und zack. Zehn. Noch zwei. Noch zwei mindestens. Elf. Ich mach gar nichts. Zwölf. Und ausgehen. 20. 19. 18. 17. 16. 15. Easy. 14. 13. 12. Ich hab gesagt, so würde es Ercan nicht gefallen. Sie wusste ganz genau, was ich meinte. Ercan hat gesagt, das muss oben und das muss unten, wenn du runterziehst. Also es muss richtig hängen. Wir alle kennen Ercan sehr gut. Das waren gute Zeiten. Ja. Vermisse ich ohne Spaß. War schon lustig. Aber jetzt gibt's halt den Bunker. Ne? So machst du, ja? Was denn? Also so machst du, ja? Was war das? So Sophia, du? So machst du, ja? Ja, ja. Wie machst du? Machst du einmal nach vorne, machst du so? Ja. Wie machst du? Alles. Alles, okay. Ich stehe einfach mal richtig so entspannt da, ja? Richtige Hohlkreuz und so, weißt du? Ich kann doch so und Pumping-Vakuum. Alles, was ich jetzt sage, hört sich an wie so eine Verarsche. Nein. Pumping-Vakuum. Nein. Nach außen. Und komm, ja, jetzt. Let's go. Jetzt bin ich da. Ganz schön uns auseinanderführen. Komm. Ja, schön. Yes, genau. Ballern. Hopp. 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 Yes. Also fühlt sich das immer an so. Ja, ich hab halt, bist du eigentlich schon auf Sendung oder nicht? Nee. Nee, also da musst du mich mal updaten mit der, ich habe in der Story ja nur mal gesehen, nimmst du ja quasi die Leute eh schon so transparent mit. Ja, also ich, konkret dein Plan? Mein Plan ist jetzt, ich habe am 26., also schau, also ich habe ja meine zweite Abgabe gemacht, diese wurde nicht mal eingefroren. Weil nicht brauchbar? Nee, weil die Qualität nicht so gut war. Und woran liegt's? Das versuche ich jetzt am 26., habe ich einen Termin beim Urologen. Es kann auch sein, dass unten beim Samenleiter irgendwas verknotet ist oder so. Es kann eine simple Ursache sein und dann ist alles eigentlich cool. Ja. Aber sobald das quasi safe ist, dann legst du los. Ja. Ungefähr zeitlicher Plan? Weiß ich nicht. Kann man nicht sagen. Vor 3 Monaten eigentlich. Vor 3 Monaten eigentlich, ja. Ja, vielleicht kann der Urologe dir sagen, wie man das Ganze verbessern kann, die Qualität. Ja, also ich habe schon, ich hab Koffein für ein paar Wochen komplett verzichtet. Ich habe leichter trainiert. Ich habe nicht mehr bis zum Muskelversagen trainiert und so weiter, weil zu schweres Krafttraining, das auch hardcore beeinflusst. Handy weg von der Hosentasche zum Beispiel. Keine Wärme, keine Sauna, keine heiße Dusche, nicht lange duschen oder keine Badewanne. Aufpassen halt, was du isst. Ich habe extra mehr Gemüse gegessen. Ich habe krass. Gesünder gegessen, Süßstoffe komplett reduziert, auch nur Wasser getrunken, kein Cola mehr und sowas. Hat sich was verändert in der Qualität schon? Weil du so viele Sachen schon geändert hast? Nö, ich habe davor einfach auch Koffein geballert und wir waren davor auf Frühstücken und da habe ich eingefroren. Aber danach war da halt die Qualität bei 2%, das wäre dann noch möglich und so. Ja. Aber du verlierst beim Einfrieren ca. 20% an Qualität. Und dann haben sie auch das letzte Mal gesagt, okay, jetzt können Sie das, die haben es nicht eingefroren. Ich habe jetzt gesagt, eine Garantie, ich bekomme eine 300 Euro wieder, haben die gesagt. Oder ich mache jetzt mal einen Termin, bald irgendwann. Mhm. Und dann kann ich es nochmal machen. Ja, alles, also sie haben jetzt so gesagt, dieses Exemplar weggeschmissen. Aber das andere ist noch eingefroren. Drück die Daumen. Thank you. Thank you, Pumping. Ich habe ja gesagt, seitdem ich 17 bin, bin ich nicht mehr gealtert, also vom Aussehen her, ohne Spaß. Muskulatur, also ohne Spaß, ich gucke so Bilder auf Snapchat, ich so, hä? Ja, vielleicht bist du einfach für mich wegen Ercan damals immer noch der kleine Johnny. Ich bin quasi... Sollst du, ah, my daughter, du bist eher my son. Ah, you are my daughter. Nah, my son. No, everyone is my daughter and son, everyone is my children. Only the Lord of Pump is my father. My father is my father. I show you after that, I do a full stack. Konzentration. Let's go jetzt. Ich bin da. Pump it. Yes. Super. Komm, unten ausstrecken. Komm, mach jetzt. Unten ausstrecken. Komm, 5, 4. Let's go.
3, 2, stopp. 1 und hopp. Yes. 4. Okay. Auf jetzt. 6. Komm. Bam. 8. 9. 10. Noch 2. 11. 12. Okay. Auseinander unten. Jawohl. Super. Jawohl. Yes. Ja. Pass auf meine. Ja. Ich brauche noch die anderen Prozente, ja? Die hauen mir jetzt weg, die Prozente. Aber wenn ihr sparen wollt mit Prozenten, meine Code Johnny, bei ESM, mach ruhig Pumping. Geht's? Ja, mach ruhig Pumping. Sie, ich darf nicht immer noch, was das jetzt werden soll. Ja. Sie hat gesagt, setz dich drauf, ich so, okay. So macht man das halt beim Pumping halt schon, ne? So. Warte, ich bist du drin? Wenn ihr, guck mal hier. Und jetzt bam! Sophia beendet meine Bodybuilding-Karriere. Ich beende deine Familienplanung, würde ich sagen. Sophia zielt das war gerade ein bisschen teuflisches Lachen, ohne Spaß. Sie so, ist das die Kotzübung? Da haben wir einen guten Aufhänger. Sophia kotzt im Bunker. Reunited, Sophia kotzt. Hast du schon mal gekotzt im Gym? Nö, nicht gekotzt, aber hatte andere Probleme. Hast du gekackt? Ja. Echt? Also, ich muss dir vorstellen, ich hatte schon Dünnpfiff und dann habe ich mir damals einen Booster reingeknallt. Ja, ich war 17, ich wollte unbedingt Beine trainieren. Ich hatte irgendwie Bauchschmerzen. So. Ja, okay. Habe ich mir dann einen Booster damals geknallt. Das war so ein Hardcore-Booster. Der hieß irgendwie Cannibal Farrah Fox Apokalypse. Den kenne ich. Und ich habe irgendwie 4 Scoops davon genommen. Normalerweise nimmst du nur einen. Und dann hat es nach dem Kniebeugen richtig bei der Beinpresse angefangen, ja. Und dann haben wir so. Es war nicht so. Nee, es war so. Bin ich ins Klo gegangen. Ja, war grün. Ich so. Und dann, aber mir war auch kotzübel, ne? Mir war auch wirklich kotzübel, aber ich habe mich gekotzt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, dann gehe ich jetzt nach Hause. Schade, ich habe es probiert. 3, 2, 1, easy, stark. Jawoll! No! Oh ja, schleck mal. Schleck mal, oh, geil, oh. Lass uns diese Maschine testen. Lass uns diese Maschine testen. Very good. Fang du an. Okay, schleich dich. Hock den ab, Burg. Also ich bin jetzt gerade noch unsicher, was ich jetzt machen soll, weil ich jetzt theoretisch warte. Also ich möchte am liebsten eigentlich die Muskeln aufbauen, aber ich trainiere jetzt schon fast 9 Jahre. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt der Aufbau mir was bringen würde. Weil ich danach eh wieder runterdeben muss. So. Als Neddy nach 9 Jahren Training ist halt schwer, mal richtig was rauszureißen, denke ich jetzt mal. Ich habe es noch nicht probiert. Mhm. Vielleicht passiert auch viel. Mal schauen. Mhm. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall viel mehr Kraft haben werde. So. Ja. Als Haltungskalorien, so wie jetzt. Oder halt so Defizit oder mal drüber, mal weniger. 10 Wiederholungen breit, oder? Genau. Und du denkst erstmal so, easy, schaffe ich locker. Aber dann schon ordentlich Gewicht, bis die 10 schaffen. Nach 10 Wiederholungen gehen wir hier nach innen. Also du kannst auch theoretisch hier, aber ich finde es hier besser. Hier. Enger greifen und dann nochmal 10 direkt hinterher. Ja. Kriegt man den Pump des Todes. Den Pump des Todes, Freunde. 4, 5, komm. 8, 9, 10. Sophia. Ja. Der Typ da. Der Typ da an der Wand. Der hat mich gerade richtig motiviert. Ich dachte mir, der hat gesagt, jede Wiederholung bringt dich näher an dein Ziel. 3, 5, 4, come on. 5, yes, 6, komm, 7, ja, 8, komm, noch 2, 9, 1, 7, 8, 9, 6, 2, bleib ruhig, genießen. 3, 4, 5, 6, auf geht's, 7, 8, 9, 10, jawohl. 3, ja. Ja. Komm. Weiter, Sophia, komm.
Party, komm. Ein Pferdchen. Ja. Noch einer. Zwei Pferdchen. She was coming. Sechs, komm mal. Sieben, super. Acht, neun und zehn. So, aggressiv. Der letzte Satz, deine Übung. Let's go. Ja, komm. Jappa. Okay. So, Freunde, das ist Marvina. Dahinter ist Manuela. Den und Georgia, Film. Marvina. Film, oder? Hallo Manuela. Und das Georgia. Das ist direkt dein Pumpsatz, oder? Habe ich das Gefühl, ne? Ja. Also doch die Unterarme, ne? Mach ich so ein bisschen mit, weißt du. Ein bisschen Kombi, ist immer gut. Was für Kombi? Du bist dran. Was für Kombi? Was ist das für ein Kombi? Hilfe, nicht Hilfe? Nee. Okay. Spring it. Oh, fuck, okay. Whoop. Jawohl. Zehn und hoppa, hoppa. Ah, schön. Denkst du, dass du oberkörperfrei mehr Kraft hast? Nö, ich mag es einfach, oberkörperfrei zu trainieren. Was ist das so ein Ding unter Männern, dass man irgendwie das Oberteil ausziehen muss? Nö, so ein Arnold-Ding. Ach so, Arnold-Ding. Also, okay. Gut, da habe ich es auch mal verstanden. Jetzt ist es gut. Drei, ja. Vier. Vier, schön. Fünf. Alles rausholen, komm. Hammerkatz. Weiter können, komm. Ja. Und. Ja. Hopp. Super. Und. Eins. Zwei. Drei. Komm. Vier. Und. Fünf. Okay. Super. Jawohl. Dabei. Jawohl. Komm. Neun. Zehn. Oh. Auf geht's auf fünf. Zwei, stopp! Die kann nicht mehr. Das war ein Sky-Crusher. Das war wirklich so. Das war. Was die Kokos los, was die Kokos los, wer hat die Kokos los geklaut? Ich darf halt da nicht zu wenig Gewicht machen oder ich darf ja nicht zu viele Wiederholungen machen, meine ich. Ich brauche mehr Gewicht und mache wenig Wiederholungen. Dann knallt es bei mir ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Mach doch. Ja, Mann. Mach halt. Ja, mach halt, Mann. Ich glaube, das ist mein vierter jetzt, oder? Ich habe einen mit 10. Hör auf, skip. Nee, ich habe einen mit 10 gemacht und jetzt, das ist jetzt mein dritter mit 15. Letzter Satz. Jetzt alles geben. Jetzt helfe ich sogar. Super. Vier, komm mal. Mach noch drei. Komm. Zwei. Komm. Und dann helfe ich. Komm, einer noch, alleine jetzt, komm. Baller! Yes! Let's go. Oh, und zieh rein. Helft dir. Und jetzt negative langsam, komm. Negative langsam, ja, genau so. Ja. Komm. Ja. Oh. Komm, und rein. Und. Komm. Und. Okay, ja, krank. Aber ist cool, oder? Was war das denn? Was war das? Und terrific, right. Zwei, drei, fünf, sechs, auf geht's. Sieben, acht, neun, noch einer, alleine, komm. Zehn, ich helfe mit, auf geht's jetzt. Und bam, helfen und dagegen halten. Ja. Ich muss, weil es sieht. Hier stellen wir uns hier drunter. Ich bin so lustig, ja. Komm, wir gehen jetzt da runter. Dann sehen wir noch stabiler aus. So, Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall fertig mit unserem Armtraining. Es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und auch so ein paar lustige Sachen Revue passieren lassen. Also quasi alte Situationen, Momente und so. Das ist echt ganz cool. Und wir haben auch einen Deep Talk zwischendurch gehabt, auch off-cam.
Und da machen wir dann bei dir auf jeden Fall in Bezug auf Essstörung, in Bezug das auf Männer. Das verbindet uns ja sozusagen. Ja, Essstörung, ja. Und dann auf ihren Kanal dann. Genau. Und dann machen wir Real Talk, ja. So sieht's aus. Mhm. Nicht vergessen, Leute, auf jeden Fall. Nicht vergessen, den Kanal zu aktivieren. Lasst ein Like, Kommentar auf jeden Fall. Und bitte Sophias Channel abonnieren, Freunde. Freunde. Instagram, TikTok, YouTube. Snapchat bald. Snapchat. Nein. Kein ich bin zu alt für den Kein Snapchat. Aber hast du drei? Hast du drei? Drei. Drei. Hast du drei? Ja, ist gut. Auf jeden Fall, ich danke dir. Es war ein hardcore Pump. Danke und, dir. Und bis bald. Wir sehen uns.